dass die Minibosse zum Teil größer sind, beziehungsweise schwerer sind als die Bosse, die man so einmal im Monat rund trifft. Deswegen speichere ich hier nochmal. Blub, blub. Safe successful, okay. So. Ja, versuchen wir es einfach mal. Wenn wir failen, dann failen wir halt. So. Fünfter Floor. I detect three shadows in this floor's central area. They are not like the ones you've caught before. If you're not ready to face them yet, then return to the entrance and reorganize. Ja, ich habe auch keine andere Wahl, als sie zu bekämpfen. Na, ihr Bitches! You can win, I'm certain of it. The enemy is stronger than you're accustomed to. So, well, ich muss mal wieder hier mit steuern. Tactics. Nee, wie geht das? Ich muss mal schauen, ob es nicht irgendwo eine Option gibt, dass ich die quasi selber steuern kann. Nee, du nicht, du nicht, du machst hier McFreely. Die macht E-Support. Du machst Seal Support. Und. So, dann schauen wir mal, dass wir hier irgendwie mal ein Bufo haben. Dann machen wir mal Bufo auf den Venus-Igel. Ob wir noch so, das sind alles die gleichen. Ey! So verlässlich. Ah, okay, der ist weak gegen. Vollidiotin. Greif ihn anders an. Danke für diese tolle Analyse. Das muss die beste Analyse aller Zeiten gewesen sein. Unglaublich. Ach toll, und der ist auch noch weak gegen Wind. Ja. Okay. Greifen wir erstmal den an. Was? Danke. Und der liegt auf der Fresse, der Idiot. Die machen das richtig, die greifen wenigstens verschiedene an. Oh Gott! Sag bitte nicht, dass die immun sind. Und der Typ liegt schon wieder. Ich hasse ihn. Oh Gott, das kann was werden. Links greifen mit Garo alle mich an. Ja, und sie. Aber ihr tut nur eins, weil ihre Persona quasi selber Garo ist. Das heißt, nimmt kaum Schaden. Ja, genau, heil erstmal dich. Das ist wichtiger. So, dann haut er mit seinem Cleave-Ding drauf und verfehlt. Ja, ist ja gut. Was haben wir noch an Personen, ist eigentlich dabei? Wahrscheinlich nix. Startet, ich kann nur Dia, oder? Ja. Ja, okay. Dann heißt es halt Angriff. Welchen hatten wir schon? Egal. So, nehmen wir einfach mal den. Sie macht Dia. Auf den Namen Junpei, der jetzt auch mal Heilung kriegt, aber der hat, glaube ich, auch am meisten HP. Sehr schön. Und da liegt er wieder. Und da steht er wieder. Das ist nämlich das Blöde daran, wenn man zweimal was
wogegen man weak ist oder wogegen der Gegner weak ist, auf diesen wirkt, dann steht er nämlich direkt wieder. Oh Gott! Ganz ehrlich, die Chance damit zu verfehlen ist nicht sonderlich groß. Ah, sehr gut. Trotzdem könnte es passieren, dass er jetzt down ist, ja oder auch nicht. Ja. Und sie macht die ja. Na, auch okay. Besser ein bisschen auf sicher gehen, als jetzt hier irgendwie zu verlieren. Der schnappt sich auch eine Medizin. Und ich kriege einen Garo in die Fresse. Das ist doch schön. So. Ah, sehr schön. Damit liegt das Vieh. Und wir können unsere All-Out-Check starten. Sehr schön. Das hat doch eigentlich ganz gut geklappt. Mhm. 48 XP ist nett. Und damit haben wir Level 5 erreicht. Sehr schön. So, da geht's hoch. Aber ich glaube, hier hinten ist immer noch eine Box. B-Chain, sehr schön. Also quasi eine Perlenkette. So, dann wollen wir mal hier weiter. Hold on. The shadows on this floor are a bit different than the ones you've faced thus far. Proceed with caution. Okay. Ups. Ich treffe sie nämlich nicht. Das ist der Unterschied. Strike first. Okay. Komm, wir probieren einfach mal eine Skill. Bufu auf Muttering Tea. Bala, wie auch immer die heißt. Das wusste ich natürlich. Oh, der macht direkt wieder Knie. Der setzt echt gerne seinen Skill ein, glaube ich. Auch wenn ihn der HP kostet. Aber gut, der haut damit doch gut rein. Shuffle Time. Asparas haben wir, also nehmen wir rechts die XP. Ich habe keine Ahnung, ich glaube, die Seite war es. Mehr Experience. 8 XP, sehr schön. Ah, okay, die haben Level abbekommen. So. Ja, das ist schön für dich, Junpei, dass du abgelevelt hast. Da haben wir die Treppe. Wir schauen uns nochmal hier ein bisschen um. Aber irgendwie ist hier nicht allzu viel los. Aber trotzdem mal nach Kisten und so weiter noch schauen. Auch wenn ich eigentlich gesagt habe, dass ich beim ersten Durchgang relativ schnell durch möchte. Hä? Ich war doch gerade noch ein Gegner. Ist um die Ecke gerannt? Irgendwie bin ich gerade doof. Naja, gut, schauen wir mal, was wir hier noch so haben. Ach, da haben wir nur so ein Teleport-Ding. Wollen wir das? Nee, nicht unbedingt, wir wollen nicht zurück gerade. Das heißt, wir rennen erstmal noch ein bisschen hier lang. Es ist immer ein bisschen warten. Lalalala. Hoffentlich dreht sich das Ding nicht in unsere Richtung. Oh, ich glaube, ich wurde zuerst getroffen. War ja wieder klar. Ach, guck mal, die haben Bogen. Wie süß. Garu. Warum kann eigentlich jeder Garu? Ja, toll. Schön daneben. Naja, okay. You're the man. Falls du das wissen wolltest. Ist hier irgendwas Schönes? Ja, da haben wir noch eine Truhe für uns. Was ist drin? Ein Patra-Gem. Das gibt, glaube ich, am Anfang des Kampfes, wenn man es einsetzt, erhöhte Death oder sowas.
Hier geht's runter. So. Nee, da wollte ich jetzt nicht hin. Ich wollte zur Treppe. Zur Treppe. Ich laufe gerade im Übrigen nur nach Map. So. Und weiter geht's. Man kann im Übrigen Stockwerke hochsteigen, aber nicht wieder runter. Wait. There it is again. I detect a powerful foe above you. It's a relatively far away, bla bla. Ja, ja, ja. So. Schauen wir hier. Da ist wieder die Treppe, aber wir wollen uns noch ein bisschen umschauen. Ah, Wind getroffen, das Vieh, sehr schön. Was, Manker, bist du denn? Ich probiere einfach mal Bufo. Okay. Garu. Oh, sehr schön. Yay! Comic-Prügelei. Aber das reicht witzigerweise noch nicht mal. Okay. Ja. 8 XP für das Vieh, das ist okay. Problematisch wird es erst, wenn da mehrere von den Dingern auftauchen. Unnötige Kurve ist unnötig. Was haben wir da? So. Tschüss, Enemy. Ja, 2 XP ist auch okay. Was heißt, ist auch okay? Sind halt 2 XP. Schauen wir mal, was wir hier haben. Rashguard. Okay, was ist das? Also ein Item ist es, das sehe ich schon. Wahrscheinlich nicht in der Rüstung. Ach, da Equip, ja. Ich sollte noch auf Equip gehen, wa? Yum, yum, yum. Schauen wir mal. Yo, what's up? Ich krieg deinen Rashguard verpasst. Ja, ja, seriously. So bin ich zu dir. Wie eine Mutter ohne Busen. So, und dann weiter. Schauen wir mal hier, was wir hier noch haben. Das Ding schon wieder. Bio. So, dann haben wir wieder unseren wunderbaren All-Out-Attack. Ah, ich dachte, ich könnte beschleunigen mit Rush, geht aber nicht. Aber das Gute an der Sache ist, sie merken sich, wenn Viecher eine Schwäche gegen eines ihrer Elemente haben. Also in dem Fall gegen Something Inside of You has changed. Ach, meine Persona hat hochgelevelt. Ja. Posumudi. Schauen wir nachher mal im nächsten Kampf, was genau Posumudi ist. So, schauen wir mal hier. 717 Yen. Sehr schön. Die nehmen wir doch gerne mit. Hi. So, Skill, Bufo. Müsste auf die sein. Ja, gut gemacht. Boah. Einmal mit Profi. Ach komm. Ich möchte nicht. Ich denke nicht viel. Der geht schneller, wenn ich den einfach so kaputt haue. So, Shuffle Time. Ich denke, wir nehmen den Cup. So, we have chosen blood. Haben ein bisschen HP regeneriert. Kann doch auch nicht schaden. So, schauen wir mal hier weiter. Erstmal hier, bitte.
Überall Viecher. Na komm. Gegen alles quasi. Nur nicht gegen das, was ich hab. Na komm, wir können hier eigentlich auf Rush gehen. Was? Ah, ich bin Huni dagegen. Sehr schön. Sollte mir eine Person holen, die nicht weak gegen normale Angriffe ist. Also gegen Slash-Angriffe. Ja, finde ich super. Das gefällt mir echt gut. So, 6 XP bekommen. Sehr schön. Ach, hier haben wir so ein Teleportationsteil. So, jetzt machen wir uns hier aber mal ein bisschen auf, dass wir die restlichen Stockwerke hinter uns bekommen. So, rüber und dann die Treppe hoch. Dann dürften wir im 6. oder im 7. sein. Don't push yourself too hard. The powerful enemy I mentioned before is getting closer. Ja, ja, ja. Ach, du kannst behalten im Übrigen. There you go, danke. Haben wir Teleportationsdingsbums. Ist hier nichts los? Ach, verdammt. Two enemies detected. Roger. I'll attempt to analyze the enemy. Okay, war nichts mit der Analyse, ging zu schnell. Aber man sieht, auch hier kann man noch gerade so mit einfach Rush durchballern. 5 XP, schön. Jo, und weiter, beziehungsweise, doch, gehen wir mal ein bisschen weiter, gucken, ob hier noch was ist, was wir mitnehmen können. So. Oh Gott! Hauptsache, ich kann nicht den blöden, ja, genau, wenn man von hinten überrascht die Gegner, dann sind die manchmal distressed, das sind diese Schweißtropfen über dem Kopf. Das heißt, man hat gegen die eine höhere, wie nennt sich das, eine höhere Crit-Chance, also wirklich sehr hoch, quasi 100% ist sie dann. Zumal meine Crit-Chance hier auf dem Charakter eh schon nicht so schlecht ist. So, ich glaube, wir gehen jetzt zurück und versuchen nur noch die nächsten Etagen zu erreichen, weil der olle Juri schon wieder kaputt ist. Was extrem nervt. Da hinten war es, genau. So, und damit... Ach, wir sind schon auf dem 8. Ich dachte, wir wären jetzt auf dem 7. Okay, kann ich auch gut mitleben. Ja, 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 ja. Wir sind doch vorsichtig, chill doch mal. Sollen wir versuchen, uns das zu schnappen, ohne das Vieh zu stören? Obtained odd morsel. Ich habe keine Ahnung mehr, was das ist. So, hat gut geklappt. so. Ich gucke mir jetzt mal alle Richtungen an. Hier erstmal. Ach, guck mal da. Hat ja gut geklappt. Haben wir die nächste, Stufe erreicht. Ah, das dürfte sogar vom nächsten Mini-Boss sein. Sind das jetzt schon die Hände? Ja, das sind die Hände. Ugh, die hasse ich. So. The device is similar to the one at the entrance. Gehen wir aber erstmal zurück, weil es macht keinen Sinn, hier weiterzumachen, wenn einer wirklich kaputt ist. Also müde oder was auch immer.
flupp, 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 zurück. So, hier einen Schluck trinken, so lang. I'm going back to the dorm. Ja, ja, geh du mal. Ja, das hatte ich vor. Ich glaube, ich habe keine einzige Persona bekommen, oder? Offensichtlich nicht, deswegen gehe ich kurz speichern.